können trotzdem etwas schneller fahren als mit dem alten. Nicht nur bei der 1 rumgammeln. So wird das Feld doch schnell fertig. Sehr glücklich bin ich jetzt darüber. Ja, was so ein neuer Gruppa schon alles ausmacht, ne? Muss man schon einfach mal sagen. Ich bräuchte jetzt nur noch einen neuen Traktor und dann wäre alles prima. Aber man kann ja nicht alles haben als junger Bauer. Fängt ja gerade erst an, sät sich seine Früchte selbst. Wenn man dann alles nach... Ups. Wenn man dann seine Saat abgebaut hat und das wohlverdiente Geld nach Hause trägt, reicht es auch mal für das eine, für die ein oder andere neue Maschine. Wie unserem leistungsfähigen Gruber hier. Der gruppt ja einfach mal nur so durchs Feld. Das ist eine wahre Wonne. Oh, los, grupp mir das. Grupp mir die Erde weg, du Sau. Ja, super ist das. Oh nein, er ist wieder abgefallen. Das ist nicht so gut. Nicht gut, nicht gut. Klack. Gruber senken. Mal gucken, ob die KI vielleicht gleich mit dem Gruber hier zurechtkommt oder ob der nicht vielleicht doch zu stark ist. Ja, das ist unglaublich spannend. Muss ich schon sagen. Mal sehen, wie lange ich das durchhalte. Nicht mehr lange, glaube ich. Aktuell. Oh mein Gott. Irgendwie muss das doch gehen. Ich meine, eigentlich ist das ja ganz interessant so, wenn das alles nur nicht so verdammt lange dauern würde. Und dann kommt noch der Punkt dazu, dass ich ja dazu auch quatschen muss, ne? Also was soll ich denn jetzt hier die ganze Zeit beim Gruppen großartig labern? Ich könnte jetzt über Gott und die Welt quatschen. Aber... ich weiß nicht, interessiert euch Gott oder die Welt? Den Sinn des Lebens erklären. 42. Wir könnten über andere sinnvolle Dinge reden. Aber ich weiß nicht mal mehr, ob ich... ich glaube, ich bin gerade nicht mal dazu in der Lage, mein Gehirn anzustrengen. Mit dieser absolut herausfordernden Arbeit. Das ist, geht einfach nicht. Also wie soll ich das denn zu Werke bringen? Meine Fresse, wir sind hier echt gleich zur Hälfte fertig. Ich kann das gar nicht glauben. Alles nur dank diesem neuen Ultra-Hightech-Modell eines Grubbers. Mit sauberen Klingen von Gillette ruppt er sich ja einfach so durch die Erde, als wäre es Butter. Das muss man sich mal vorstellen. Ist das ein Wahnsinn? So, eine Linie mache ich noch, dann reicht's mir, dann möchte ich Saatgut verteilen. Und eine Linie möchte ich auch nur machen, weil ich hoffe, dass ich diese blöde, hässliche Puppe da umbieten kann. Oh je, ich fahre gerade nicht so sonderlich gerade hier. Fahre bitte nicht zu schnell. Oh, natürlich kann ich sie umbieten. Weggegruppt wird sie. Wie soll ich das denn sonst machen? War. Wunderbar. Ja, mehr reicht's. Mehr will ich auf diesem Feld nicht gucken. Mal gucken, was es hier gibt. Was ist denn, wenn ich hier jetzt den Gruber senke? Oh. Nein, das will ich nicht. Aber Korn? Wie verteile ich denn dann nach Korn? Das wäre mal auch interessant zu wissen. So. Verteile ich jetzt das Saatgut. Erstmal müssen wir Saatgut holen. Ah, das ist das Tool da im Weg. Damit. Wo drücken? See. Saat wählen. Oh. Ja, was ist denn jetzt Raps? Das hier ist Raps, oder? Ich
müsste doch Raps sein. Raps ist so eine gelbe Blume eigentlich immer. Das ist Raps. Wir nehmen Raps. Raps sieht schön aus. Ich mag es ja auch, wenn man so im Sommer oder Frühling über die Autobahn oder Landstraßen fährt. Und dann diese schönen Rapsfelder sieht. So, Helfer einstellen, Sämaschine wählen. Die Saat wird gerade aufgefüllt. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir an zu säen, ne? Nicht wahr? Mit dieser absolut modernen, ultra-professionellen Sämaschine von Lizard, die sehr sauber aussieht. Sämaschine senken. So. Und ab geht die Post. Wie schnell kann ich denn da rüberfahren jetzt? Okay, nicht zu schnell. Da stelle ich mir jetzt aber einen Helfer ein. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Der Typ da ist fertig. Wo ist der jetzt? Da hinten. Schnell mal hin. Dann kann ich jetzt aber hier auch den Helfer... Nee, ist ja kein Helfer mehr eingestellt. Ich dachte schon, dass da der Helfer noch eingestellt ist und mir Geld aus der Tasche zieht. Das wäre jetzt mal da die Höhe. Licht anschalten. Oh ja. So, dann wechseln wir hier. Zack. Und, nee. Warum nimmt der denn jetzt nicht das Korn? Komisch. Er nimmt das Korn nicht an. Aber warum nicht? Hallo? Kannst du doch dein Zeug mal abladen? Oder macht der Sitz, weil er voll, weil er noch nicht voll ist? Das wäre ja mal auch der Oberhammer. Komisch. Hm. Naja, gut, wen kümmert's? Behalt dann halt deinen Scheißkorn. Weil wir ein braver Bauer sind und nicht schlafen gehen müssen, machen wir einfach mal das Licht an. Und sonst sehen wir ja nichts in dieser Dunkelheit. Ups, Entschuldigung, ich bin mit meiner Kaffeetasse gegen das Mikrofon gekommen. Hm. Hm. Weizen steht langsam aber auch hoch im Kurs in der Brauerei. Körnermais ist ja total billig. Wer baut denn so einen Scheiß an? Was ist Silage, bitte? Seite 1 von 2. Das heißt, es gibt noch eine weitere Seite. Nee, Statistiken 1. Statistiken 2. Preise. Was soll's. Wir liefern unsere restliche Gerste ab. Und fahren dann mit dem Ding wieder nach Hause. Wie ist denn die Wettervorhersage? Heute Sonnenschein, 15 Grad am Abend. Ich nehme mir die Karte, machen sie mir mal auf. Dann fahren wir zurück. Oh, das ist eine Solaranlage, oder? Sieht fast so aus. Was ist das denn? Ein Leuchtturm? Mit ziemlich high-polished light cones. Lichtkegeln. Aber hier, das Licht finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht implementiert. Mensch, es gibt hier Licht. Das ist doch mal was. Das haben die anderen Autos, haben nicht so einen Lichtkegel vor sich. Oder? Ne, der fährt ohne Lichtkegel. Ist dann aber auch ein bisschen schade. Ja, fährt nicht mal Lichtkegel. Wie schlecht. Einfach nur so ein billiger Partikeleffekt dran. Falls es überhaupt Partikel sind. Das könnte aber was ganz anderes sein. Haha.
Ah, dieses Spiel macht selbst mich etwas müde. Ich glaube, das wird jetzt immer so meine Abendbeschäftigung. Anstatt Anno zocke ich dann eine Runde Landwirtschaftssimulator. Dann versteht man auch mal erste Produktionsketten von Anno 2070. Oder von Batman, wenn man da so ein bisschen wieder aufgeregt ist. Wenn man Batman gezockt hat. Dieses Brutalo-Spiel. Spielt man einfach danach eine Runde Landwirtschaftssimulator. Was ist denn das da oben eigentlich? Da ist gerade so ein Symbol. Ich werde mal endlich hier fahren. Kann ich mein Tempomat einstellen dabei? Auf 3. Ah, cool. Er hat ein Tempomat, dann kann ich derweil hier rumblättern. Was ist das? Das 16 ist die Burgruine. Wow, man kann eine Burgruine entdecken. Es gibt sogar eine Aussichtsplattform. Ich bin ja begeistert. Ach, da unten ist unser Helfer. Weiter am Puppen oder hat der Pause gemacht? Der hat Pause gemacht, wa? Weil nachts ist oder was? Pause gibt's hier nicht. Keine Müdigkeit vorschützen. Oder der hat keine Saat mehr. Das kann natürlich auch sein. Das ist vermutlich das Wahrscheinlichste, dass er keine Saat mehr hat. Herr Dummbatz. Hier ist Raps. Ich verkaufe meinen Raps jetzt. Das bringt viel Geld. Mal gucken, wie viel wir noch auf dem Lager haben. Jetzt nichts mehr. So, Kollege Schnürschuh, du hast nichts mehr drin, oder wie? Doch, du hast doch noch Saat drin. Verstehe ich nicht. Die 99% hat er noch drin gehabt. Merkwürdig. Ist jetzt so doof, hier das Feld zu bestellen, oder wie? Musst du einfach nicht nur hier raufstellen und dann drück ich H und du machst was. Vielleicht mal ohne Lücken. Oh lol, was macht er denn hier? Ohne Witz. Du bist doch echt dumm wie Brot. Muss ich den echt hier immer gerade zustellen, damit der mal eine Linie komplett gerade macht, oder wie? Ich fass es doch echt nicht. Okay, und das Zeug, dieses Rapsgedöns hier, das müssen wir zum Hafen bringen. Der Hafen ist, Gott sei Dank, sollte der nicht so weit weg sein, hoffentlich. Oder ist der da an der Südpromenade? Ah ne, der ist da 17, der ist in der Nähe eigentlich. Der ist nicht so weit weg. Das ist schon mal eine gute Nachricht, dass er nicht ganz so weit weg ist. Wir schalten wieder unser Licht an. Tanken brauche ich gerade nicht. Dann müssen wir eigentlich hier nur am Farming Shop vorbei. Sag mal, wie fährst du denn hier? Bist du vollkommen bescheuert? Bestellt er in der Mitte das Feld? Könnt ihr mir das mal erklären? Ist das ein dummer Trottel? Ach, egal. Hauptsache, er macht da irgendwas und nimmt mir Arbeit ab. Mann, Mann. Da haben sie mal wieder mit dem Vorurteil gespielt, dass Bauern dumm wären. Weil der Helfer, der wäre ja auch nur ein Bauer. Natürlich möchte ich das jetzt nicht verallgemeinern. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Bauern dumm wären. Ich meine, man sieht ja selbst, was für eine unglaublich komplexe Angelegenheit das Anpflanzen von Raps zum Beispiel ist. Oh, ich kann da rauszoomen. Ganz schön weit sogar. Oh ja. Achtung, hier komme ich. Ja, genau, schön abbiegen. Hier ist das Dorf. Unglaublich belebt. Sehr interessant, schön gemacht. Da ist sogar eine Kirche. Ein Supermarkt. Ja, ja. Da ist der Hafen. Was ist das denn da eigentlich für ein Gebäude?
Ist das die Molkerei? Was steht denn da? Highgain. Highgain? Warte mal. Da gucken wir gleich mal ins Schlaubuch. Die Nummer 9. Das ist die Getreidemühle. Ah. Da kann ich dann Getreide zu Mehl machen, oder was? Beziehungsweise, vielleicht kann ich es denen da auch verkaufen. Nö, da steht nur BGA. Das ist BGA. Oh, ist der Preis hochgeschossen für Weizen und für Gerste in der Brauerei. Jetzt, wo ich kein Weizen und keine Gerste mehr habe, ne? Beziehungsweise Weizen habe ich aber noch. Gerste nicht mehr. Und der Rapspreis ist natürlich gefallen, wo ich gerade hinfahre. Mann. Ihr Penner. Es war immer noch ordentlich hoch, aber nicht ganz so hoch wie vorher. Knapp 70 Euro weniger, 70 Euro pro Tonne weniger. Das summiert sich dann natürlich schon, ne? Jetzt habe ich 8233 Liter drinne. So, da schießt das Geld wieder hoch. 42.000 haben wir jetzt fast. So, jetzt können wir eigentlich wieder zurückfahren und das Weizen abholen. Ich guck mal eben auf die Uhr. Ich glaube, wir können hier mal eben eine Aufnahmepause machen. Ich fahre jetzt dann einsam zurück. On the Lonesome Road. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht sogar schon mit frischem Feld und mit dem Weizen gesattelt. Ich reite derweil mit meinem Traktor der Sonne entgegen. Wobei, wo ist die Sonne? Die Sonne ist da. Dann biege ich hier gleich direkt rum. Und ja, lasst mir doch einen Kommentar da, was ihr demnächst mehr sehen wollt. Skiregion-Simulator oder Landwirtschaftssimulator. Mir persönlich macht der Landwirtschaftssimulator ein klein wenig mehr Spaß. Eventuell gibt es dann auch mal einen anderen Simulator, den ich weiterhin vorstellen werde. Und ja, wie bereits angekündigt, das ist dann mehr so ein dynamisches Projekt. Es kommt immer das, was gerade so mal gewünscht wird. Dann nehme ich davon ein bisschen was auf und stelle dann das hoch. Weil einen wirklichen Zusammenhang der Story, den gibt es hier ja nicht, sondern nur Zusammenhänge zwischen den einzelnen Parts dann halt. Und die werden ja dann weiterhin verkettet bleiben. Aber es kommen dann halt abwechselnd ein paar Videos zu verschiedenen Simulatoren. Das ist für mich persönlich auch abwechslungsreicher, anstatt die ganze Zeit stupider einen einzigen Simulator zu spielen. Ansonsten spiele ich immer das, worauf ich gerade Lust habe. Wenn von euch da dann keine konkreten Vorschläge kommen. Und ja, das war's soweit von mir. Das war euer Rio mit dem Landwirtschaftssimulator 2011 in der Platinum-Version. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.